Hallöchen, meine Freunde des guten Geschmacks. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ich dachte, wir nehmen heute mal den Hippocaporas, wie er heißt. Ja, also sollen wir den sprechen? Hier ist irgendwie seine Klinik. Übrigens, hier sieht man, ich habe anderes Gewand an. Höher geleveltes. Ah, muss ich nicht unbedingt immer sagen. Also, ey, kannst du mal aus dem Weg gehen hier? Ach, denn er ist sehr schlecht und die kotzen hier alle und... Oh Mann. Können wir mal... hallo, ist ja gar keiner drin. Pavel, Entschuldigung. Oh, oh. Pass auf, du bedeutungsloser Wurm. Sag mir, wo er ist oder bei Hera. Ich brenne diese Klinik mit dir darin nieder. Ich habe euch schon gesagt, was ich weiß. Ich verlange nicht viel. Hippokrates muss Demut zeigen, um die öffentliche Ordnung nicht zu gefährden. Er muss vor den Göttern knien und erklären, dass er seine Fähigkeiten von ihnen hat. Aber das hilft den Kranken nicht. Es hält ihn doch nur von seiner Arbeit ab. Wenn Hippokrates meint, die soziale Ordnung stören zu können, um sich selbst zu einem Halbgott zu erheben. Nun, vielleicht werden sich die Götter höchstpersönlich rächen. Hat hier einander... An der Waffe? Ich bin sicher, es gibt keinen Grund, so zu schreien. Wer bist du? Ich suche nach einem Mann namens Hippokrates. Und noch ein verirrter Anhänger des Größenwahnsinnigen. Sag deinem gottlosen Meister, wenn er sich nicht bald öffentlich entschuldigt, wird diese Priesterin der Hera eine Armee der Gläubigen versammeln und ihn zum Schweigen bringen. Ja, dann werde ich halt die Armee vernichten, das ist doch kein Problem. Blöde Nuss. Oh, allen Göttern sei Dank, sie ist weg. Ich dachte, dieses Mal bringt sie mich um. Worum geht es hier? Ich bin Sostratos. Krysis beschuldigt meinen Meister Hippokrates der Gottlosigkeit. Und, ist er gottlos? Er glaubt, dass Menschen sehr viel mehr für ihre Gesundheit tun können, als zu beten. Sie können sich sogar selbst heilen. Faszinierend. Kann ich mit ihm sprechen? Leider nicht. Er ist nicht da. Oh, wo ist er denn hin? Und hier arbeitet er? Das ist Hippokrates Klinik. Hier erforschen wir die Heilung, bieten Behandlungen an und kümmern uns um alle, die es wünschen. Warum arbeitet ihr nicht mit den Priestern im Heiligtum des Asklepios zusammen? Dafür ist die Region hier doch bekannt, oder? Die Priester geben ihr Bestes, aber ihre Methoden sind veraltet. Hippokrates sucht nach neuen Heilmitteln und Behandlungen. Ja, finde ich auch. Sollte man ja auch. Ich muss Hippokrates treffen. Ist er wenigstens in der Argolis? Ja, aber er ist südöstlich von Heras Wache, um den Kranken und Verletzten zu helfen. Ich finde ihn. Wenn du dich auf den Weg zu ihm machst, kannst du vielleicht eine Kleinigkeit für mich erledigen? Na ja, klar. Kommt drauf an, was? Ich möchte, dass du ihm ein paar seiner Utensilien bringst. Er ist überstürzt aufgebrochen und vergaß sie. Was sind das für Utensilien? Nur einige medizinische Dinge. Messer und Fäden für die Nähte, Verbände. Oh, und ein Beutel, um die Gedärme zu leeren. Das ist hoffentlich gut eingepackt. Ich kann das für Hippokrates mitnehmen. Ehrlich? Ja, klar. Ich sorge dafür, dass alles ankommt. Ich danke dir sehr. Wie erkenne ich ihn, wenn ich vor ihm stehe? Folge der Straße südöstlich von Heras Wache zur Höhle des Pan. Er kann nicht weit davon entfernt sein. Such nach einer Schlange kranker Menschen. Er bekommt eine Glatze. Aber wenn ich du wäre, würde ich das nicht ansprechen. Okay, der ist da oben. Das ist ganz gut. Schlange kranker Menschen, als wären die hier nicht auch. So viele Kranke. Hier auch. Kann ein Mann allein ihnen helfen? Ja, wer weiß. Das ist sowieso geschnitten hier. Also, was wissen wir über die Krankheit dieses Mannes? Er leidet an übermäßigem Auswurf? Auf den ersten Blick stimmt das. Aber bedeutender ist, dass er an Vernachlässigung leidet. Wie das? Gutes Essen, warme Kleider, das hätte ihm schon geholfen. Aber weil die anderen Helfer davon ausgingen, dass sein Zustand eine Strafe der Götter sei, haben sie ihn vernachlässigt. Jemand, der mit Traditionen bricht. Du musst wohl Hippokrates sein. Ja,
und ich bin beschäftigt. Es ist sehr wichtig. Wo kommen diese Leute überhaupt alle her? Hab Geduld, Söldner. Sie kommen aus allen Himmelsrichtungen, aber die hier sind der Überschuss aus dem Heiligtum des Asklepios. Seit dem Beginn des Krieges ist es überfüllt. Und mit der Fülle kommt die Krankheit. Ich komme von deiner Klinik in Argos. Sostratos bat mich, dir das hier zu geben. Natürlich hatte ich etwas vergessen. Sostratos ist ein guter Arzt und der beste Schüler, den man sich wünschen kann. Hast du ihn um Bezahlung dafür gebeten? Nein. Ich wusste, dass du und deine Patienten es brauchen. Das reicht mir völlig. Das ist bewundernswert. Wie war noch gleich dein Name? Alexios von Sparta. Sehr erfreut, Alexios von Sparta. Wie kann ich dir helfen? Der als Arzt, ja, der hat ein Schweigegelübnis und sowas. Der schaut auch sehr so aus, als könnte man ihm vertrauen können. Hippokrates, ich brauche deine Hilfe. Man sagte mir, dass du einst meiner Mutter geholfen hast. Ich bin auf der Suche nach ihr. Wir sehen hier jede Menge Mütter. Sie kommen den ganzen Tag, damit Hippokrates sich die Kinder ansieht. Vielleicht können die Priester im Heiligtum des Asklepios dir helfen. Sie notieren akribisch, wer alles da war. Bitte, Hippokrates. Ich bin weit gereist, um dich zu treffen. So wie der Kranke hier. Und die, die vor ihm kam und der vor ihr. Meine Patienten brauchen mich. Doch meine Notizen zu den Krankheiten des Geistes wurden gestohlen. Hol sie zurück und ich werde dir helfen. Schnell, diesem Patienten bleibt nicht mehr viel Zeit. Was ist so interessant an diesen Notizen? Es sind meine Aufzeichnungen über die Krankheiten des Geistes, auch über die sogenannte heilige Krankheit. Daran leidet dieser Patient. Er verliert die Kontrolle über Gliedmaßen und Rachen. Schaum steht vor seinem Mund. Ich fürchte, er wird bald nicht mehr atmen können. Sie kam vermutlich vor langer Zeit mit einem verletzten Säugling hierher. Bist du sicher, dass sie zum Heiligtum des Asklepios gegangen wäre? Damals war ich ein junger Mann. Wenn ich Fälle hatte, die mich überforderten, schickte ich die Patienten zum Heiligtum. Und die Priester haben Aufzeichnungen über ihre Patienten? Ja, in Stein gemeißelt. Der älteste Priester erinnert sich vielleicht. Stein gemeißelt? Hat Krysis deine Notizen genommen? Ach, du kennst die Priesterin. Nein, sie nicht, aber der örtliche Befehlshaber des Militärs. Ich kann ihm seine Verzweiflung nicht verübeln. Diese Männer leiden an ernster Kampfmüdigkeit. Wo soll ich nach den Notizen suchen? Nicht weit von hier, in der Festung Tirins. Vielleicht geben sie sie dir, wenn du fragst. Oder sie bereiten sich auf ihren nächsten Kampf vor. Mit mir. Wer bin ich, dass ich einem Söldner sagen könnte, was er tun soll? Aber bitte, töte nicht grundlos. Es wurde schon genug Blut vergossen in diesem Krieg. Na, ob ich das will? Sostratos hat gesagt, du wirst nicht gerne angesprochen auf deine... Du weißt schon. Meine was? Deine Haare. Oder ihre Abwesenheit. Ja, ja. Mach du nur Witze. Du läufst immerhin herum wie eine lebendig gewordene Statue von Phidias. Naja, immerhin besser als ohne Haare. Ich werde mein Bestes geben. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Okay. Ah, Aufstieg. Neue Quest. Mehrere Quests angenommen. Alles klar. Also wir treffen uns da an den Ort, wo wir hin müssen. So, wir sind jetzt hier an der Festung. Aber erstmal machen wir uns klein. Ja, wir ich lasse mich wieder nicht sehen. So. Hippokrates Notizen werden gut bewacht. Warum? Ja, wer weiß. Also, eventuell ist hier einer von den... Sag schnell, Geisteskranken. Ja, wer liegt so auf der Zunge? Vom Kult? Ja, genau.
Was ist denn jetzt? Na toll. Kann ein Vogel noch ein bisschen weiter so hier rumfliegen? So, gucken wir nochmal. Aha, aha. Ah ja, klar. Also alles kaputt mal hier drin nicht, weil schließlich sind die Spartaner und ich will ja die Spartaner da haben und nicht die anderen Eierköpfe. Okay. Das liegt aber genau da. Ja, ist ein Sperrgebiet. Kannst mich mal am Arsch. Oh, schau mal hin. Den hat er nicht gesehen. Hier sind noch zwei. Schauen wir noch mal ganz kurz hier durch. Ich sehe gar nichts mehr, okay. Oh, jetzt krabbelt der da hoch, der ist da. Ich gehe mal da drüben hoch. Sieg ist ja still. Was? Wie du meinst. Ein scharfes Schwert ist schön und gut, aber nichts geht über das Töten von Athena mit bloßer Hand. Ja, da hast du recht. Was ist das, ich da jetzt hin? Uff. Okay, das ist scheiße gelaufen. Ist jemand aufgewacht? Ich heb den mal auf hier. Irgendwo hier in die Ecke reinstecken. Oh, es kommt hier nochmal einer, oder? Na ja, klar. Hm. Ja, ist er, mach halt! Hm, was soll's? Ja, geh halt auf Seite! Bleib doch nur stehen. Ah, das war nichts mit. Ja, komm her, komm, komm. Nur, dass ich auch einer bin. Oh, das geht nicht, okay. Dabei wollte ich euch ja gar nicht kaputt machen. Okay, sofort ich hier Alarm schlagen. Haben wir den auch noch hier in die Ecke rein? Ecke! Dahin. Ja. Dich. Dahin. Also, gut. So. Laufen hier noch? Hier läuft fast gar keiner, was? Kann ich ja da unten rumhupfen. Genau. Mutsch, 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 mutsch. So, da rein irgendwie. Läuft ja keiner, oder? Weiß hin, klauen wir ein paar Sachen. Was machst du hier? Hippokrates schickt mich. Dein Befehlshaber hat seine Notizen und ich glaube, du hast sie jetzt. Die Notizen des großen Hippokrates persönlich?
Tut mir leid, sie verbrannten beim letzten Angriff. Was? Du hast mich gehört. Das Behandlungszelt brannte ab. Aber ich habe mir alles gemerkt, was darin stand. Ich kann das aufschreiben, wenn ich Zeit habe. Oder wenn der Krieg abflaut. Dann musst du mit mir kommen. Einer von Hippokrates Patienten wird sterben, wenn du nicht hilfst. Ich habe auch einen Patienten, der Hilfe braucht. Kann sich niemand sonst um ihn kümmern? Ich bin der Arzt hier. Lass mich in Ruhe. Dafür ist jetzt keine Zeit. Ich brauche dich bei Hippokrates Lager. Jetzt! Scheiße. Haut dann aufs Maul. So, jetzt muss ich da irgendwie rauskommen, ohne dass er kaputt geht. Oh, oh. Da ist niemand. Ah ja, du bist nur ein bisschen müde. Wo ist nicht hier ein Ausgang, verdammt? Da. Okay. Darauf. Komm her. Platzieren. Ja klar. Hopp, hopp. Hier ist er. Ich brauche meine Notizen. Wie geht es Ihnen, Hippokrates? Schlecht, aber es gibt noch Hoffnung. Hast du meine Notizen? Noch nicht. Hilft dir das hier? Wer ist das? Hippokrates, es tut mir so leid. Deine Notizen wurden vernichtet, aber ich habe mir alles gemerkt. Dann ist es deine Pflicht, mir zu helfen, diesen Mann zu retten. Er überlebt. Das würde ich gerne über meinen Patienten sagen. Welcher Patient? Dein Söldner griff mich mitten in einer Operation an. Nur so konnte ich ihn rechtzeitig hierher bringen. Auch wenn du einen gerettet hast, hat der andere dieses Schicksal nicht verdient. Wenigstens eine Seele konnten wir retten. Wenn wir hier fertig sind, werde ich alles aufschreiben, was ich noch weiß, Hippokrates. Ich suche die Priester auf, um mehr über meine Mutter zu erfahren. Komm mit mir. Du hattest einen langen Tag. Nein, er ist gestorben. Man kann die Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit gar nicht ernst genug nehmen. In der Zeit. Was kann ein Apfel schon ausrichten? Nun, bei täglichem Verzehr hält er die Ärzte fern. Doch nun zu einem ernsteren Thema. Du bist hier, weil du deine Mutter suchst. Du erinnerst dich an sie? Ich war noch sehr jung. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also schickte ich sie weg. Aber ich habe nie vergessen, wie entschlossen und gleichzeitig verzweifelt sie aussah. Daran werde ich mich stets erinnern. Danach schwor ich Apollon, dass ich nie mehr einen Hilfesuchenden abweisen würde. Dass ich dieser Sache mein Leben widmen würde. Sie hat wirklich Eindruck hinterlassen, deine tapfere Mutter. Sie würde sich freuen, wenn sie das wüsste. Ich schickte deine Mutter zum Heiligtum des Asklepios. Sag dem ältesten Priester, dass es bald eine Behandlung für die heilige Krankheit geben wird. Dann schenkt er dir vielleicht Gehör. Danke für alles, Hippokrates. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Da, da, da. Ganz gut. Dann schaue ich mal, ob ich das andere noch machen muss. Ha, Schlangen, Schlangen. Gehen wir mal da rein. Ich glaube, das ist mich markiert. Da ist er ja. Sei
gegrüßt, junger Mann. Bist du hier, um Asklepios zu opfern? Nein. Ich suche eine spartanische Mutter, die das vielleicht tat. Die große Göttin Hera führt sehr viele Mütter zu diesem heiligen Ort. Ich bin schon alt und kann mich unmöglich an jede einzelne erinnern. Wozu dienen eigentlich diese Steinplatten? Sie dienen der Aufzeichnung. Wir verzeichnen jeden, der zu uns kommt, samt Krankheit und Behandlung, um den Ruhm des großen Asklepios zu mehren. Dann müsst ihr euch gar nicht erinnern. Ich muss nur die richtige Platte finden. Ja, natürlich. Das ist in der Tat sehr weise. Ich wünschte, ich hätte Zeit, um dir zu helfen. Hört mal, ich bin nicht gekommen, um euch weh zu tun. Ich suche nur nach meiner Mutter. Es ist Krysis. Sie kontrolliert jeden Priester in diesem Heiligtum und wird jeden vernichten, der es wagt, mit dem Adlermann zu reden. Dann redet nicht mit mir. Führt mich einfach nur zum richtigen Stein. Gut, dann folge mir. Schnell! Wir dürfen nicht auffallen. Geht voran. Hier entlang. Hier drüben. Wenn uns jemand sieht, dann werde ich meinen Kopf verlieren. In was für einem Heiligtum leben die eigenen Priester in Angst? Die Zeiten haben sich geändert, Adlermann. Ich laufe den ganz langsam hinterher. Die Geschichte erinnere ich mich. Es war während des großen Helotenaufstands. Du warst damals noch ein Kind. Bitte kein Geschichtsunterricht. Nur die Details. Hier geht es um eine Frau, in deren Kehle Würmer hausten. Asklepios schnitt ihr den Kopf ab. Wir entfernten die Würmer. Dann setzte er ihr den Kopf im Schlaf wieder auf. Das ist nicht der richtige Stein. Ich frage mich, was Hippokrates von diesen Behandlungsmethoden hält. Hippokrates war ein guter Heiler. War? Er war vielversprechend. Er kümmert sich doch nach wie vor um die Kranken. Er verlässt sich zu sehr auf seine Hände und zu wenig auf die Götter. Wenn es um Leben oder Tod geht, sind mir Hände lieber. Sind alle Krankheitsgeschichten so haarsträubend? Nun, die Schreiber wie Thukydides, Euripides oder der launhafte Aristophanes. Sie wollen wahrheitsgetreu berichten, aber was wirklich inspiriert, sind Größe, Magie und Götter. Dieser Stein erzählt von einem Mann mit Schwertwunden. Ein Rudel Hunde leckte sie sauber und Heureka! Wahrlich, der beste Freund des Menschen. Es ist hoffnungslos. Diese Geschichten geben den Menschen Hoffnung, Adlermann. Aber ich verliere meine. Erzähl mir etwas über Krysis. Sie ist eine mächtige und gefährliche Frau. Aber das war sie nicht immer. Sie wurde als Kind hier zurückgelassen und von den Priestern erzogen. Eine von Zähne. Sie lernte schnell, hatte einen ungebrochenen Willen. Und schon nach kurzer Zeit haben die Priester ihr zugehört. Sie wurde geliebt. Doch ihr Herz war erfüllt von einer Wut, die nicht besänftigt werden konnte. Ja, meiner Flasche. Und was ist mit diesem hier? Lasst mich raten. Er erzählt von einer Blinden, deren Augen von Schlangen sauber geleckt wurden. Da steht, aus Sparta kam mit einem Kind, bat die Götter um Hilfe. Warum wurde das Meister herausgekratzt? Oh, ich erzähle es dir. Ich kenne die Geschichte auswendig. Die Spartanerin kam schmutzig und blutend von einer weiten Reise. Wir kümmerten uns um sie, gaben ihr Essen und ein Bad. Dann ging sie. Wohin sie ging, weiß ich nicht. Das Kind war nicht zu retten. Wer könnte wissen, wohin sie ging? Wir wurden entdeckt. Triff mich später, nahe des Olivenbaums des Herakles, am Eingang des Heiligtums. Ich hab vielleicht etwas für dich. Na, was haben wir denn hier? Ein Priester und einen Söldner auf einem Spaziergang?
Mögen die Götter mit dir sein, Pleistos. Ich war gerade auf dem Weg zum Archiv, als ich auf den Söldner traf. Ist das so? Und worüber habt ihr euch so angeregt unterhalten, wenn ich fragen darf? Über Kochrezepte. Der gute Priester hier erklärte mir, wie man Schwertwunden behandelt. Ja, Schwertwunden. Oh, wirklich? Und welche Behandlung schlägt unser guter Temoxenos vor? Wie war das mit den Hunden? Hunde. Was ist mit ihnen? Man lässt sie die Wunde sauber lecken. Sehr gut. Verrate nicht alle unsere Geheimnisse, Timoxenos. Wer würde den Göttern noch Opfer darbringen, wenn er sich selber heilen könnte? Nein, nein, natürlich nicht. Nun, wenn ihr mich entschuldigt, ich habe noch etwas zu tun. Du kennst die Behandlung, Söldner. Nun verlasse bitte das Heiligtum. Ah, yeah. Oder wegen seiner Oliven. Egal. Wo ist der Priester? Ich danke dir für deine Verschwiegenheit, Adlermann. Grüßes, Augen und Ohren sind überall in diesem Heiligtum. Was kannst du mir noch über die Spartanerin und ihr Kind erzählen? Die Frau ließ die Decke des Kindes zurück. Wir wollten sie ihr wiedergeben, doch die Erinnerung war zu schmerzlich für sie. Wo ging sie hin? Was geschah mit dem Kind? Krüses hatte recht. Du kennst die Regeln, Timoxenos. Du wirst ihren Zorn spüren. Pleistos! Bitte! Stellt euch hinter mich, Priester. Ich kümmere mich um die beiden. Ja, komm jetzt! Ja, nimm halt die Attacke jetzt, verdammt! Ja, doch nicht auf den da. Ah, egal. Alter, es kommt auch noch sowas daher. Alter, die mit ihren scheiß Move. Ich habe auch einen Move. Von hinten, oder? Du kleine feige Drecksau, du. Ja, kann ich mal aus der Ecke raus? Junge. Komm jetzt. Oh nein. Ach, du Hund. Nice. Ja, da hast du zugeschaut, ha? Wo ist der Priester? Hallo? Ah, ja. Möge Asklepios ihr weiteres Leid ersparen. Wird sie leben? Nicht, wenn die Götter unsere Gebete nicht erhören. In letzter Zeit kommen viele Kranke aus Athen in die Argolis und nur wenige gehen wieder. Das arme Mädchen leidet an derselben Krankheit.
Ach nee, ich möchte helfen. Ohne Witz. Ja, okay. Kann ich irgendwas tun, um zu helfen? Man hat mich vor dem Adlermann gewarnt. Er will nichts außer Drachmen für Blut, sagt man. Wir verschwenden Zeit, Priester. Wir können über meine Wünsche sprechen, wenn es dem kranken Mädchen wieder besser geht. Ihre Krankheit scheint unheilbar und sie breitet sich aus. Unsere Opfergaben konnten die Götter nicht erweichen. Schweine, Ziegen, alles stieß auf taube Ohren. Wir brauchen ein Biest, dessen Blut die Flammen für Asklepios entfachen wird. Und was schwebt euch vor? Es gibt Gerüchte über einen Stier mit einer Haut weiß wie Schnee. Er streift am Rande des Heiligtums umher. Geh nach Westen in Richtung Küste, bring ihn mir lebend und ich bringe den Göttern ein Opfer dar, das sie nicht ignorieren können. Es berührt mich, dass du helfen willst, aber ich weiß, weshalb du hier bist. Krysis ließ alle Priester schwören, dem Adlermann keine Informationen preiszugeben, sonst ist unser Leben verwirkt. Doch ich diene den Göttern und Kranken. Mein Schwur gilt ihnen. Das Gebiet ist groß. Könntet ihr mir genaueres über den Aufenthaltsort des Stiers sagen? Zuletzt wurde er auf dem Berg Kynortion nahe der Ruinen von Asine gesehen. Wenn ihr ihm am Ende doch die Kehle durchtrennt, wozu braucht ihr ihn lebend? Aber wir durchtrennen nicht einfach seine Kehle. Zunächst übergießen wir seinen Kopf mit Wasser. Wenn er nickt, fahren wir fort. Götter, Sterbliche und Tiere, sie alle müssen aus freiem Willen am Opfer teilnehmen, sonst ist es unrein. Um so viele Menschen zu retten, brauchen wir das Blut, die Knochen und das Fett des Biestes. Erzähl mir etwas über Krysis. Alle scheinen sie zu fürchten. Wir brachten ihr alles bei, was wir über die Heilkunst wissen, über die Götter. Dann fand sie neue Lehrer, Menschen mit Masken. Sie haben sie verändert, ihr Herz verfinstert. Sie wurden ihre Götter. Der Kult. Ich finde den Stier für euch. Ah, ja klar. Er scheint nicht freiwillig gestorben zu sein. Ich nehme sein Herz für das Opfer mit. Das muss reichen. Ihr Penner. Fühlt sich nicht sehr angenehm an. Und? Alter, Hund jetzt! Fickst du! Alter, doch! Jetzt? Hallo? Beweg dich! Jo. Junge, Junge. Bitte helft unserer Tochter. Hast du den weißen Stier? Ich konnte ihn nicht lebend fangen. Aber ich trage sein Herz bei mir. Das wird nicht reichen, um Asklepios zu besänftigen. Das Tier ist unfreiwillig gestorben und mit dem Herzen können wir nur für ein Leben beten. Bitte, Söldner, der weiße Stier gehörte mir. Meine Farm versorgt die halbe Argolis. Wenn ich sterbe, verhungern die Menschen. Ich flehe dich an. Mein Mann starb durch die Krankheit. Ich habe zwei kleine Kinder. Wer kümmert sich um sie, wenn ich sterbe? Ich habe Geld. Ich bezahle für deine Güte. Ist schon gut. Gib ihnen das Opfer. Das war dein Werk. Du entscheidest, wessen Gebet die Götter erreicht.
Hör doch auf, Mann. Was soll der Käse? Ich weiß, wie es ist, klein und verlassen zu sein. Betet für das Mädchen. Das wirst du bereuen. Keine leichte Wahl, Söldner. Aber so sei es. Der Rest liegt in den Händen der Götter. Ich habe meinen Teil getan. Zu der Spartanerin. Ihr kennt sie? Ihr Besuch bei unserem Heiligtum ist legendär, doch leider war das vor meiner Zeit. Der Mann, den du suchst, ist Midon, der ältere Priester. Er sprach oft von ihr, bevor er sich die Zunge herausschnitt. Die Zunge? Wenn er keine Kranken heilt, findest du ihn im Gästehaus. Er lässt sich dort häufig von den Bediensteten umsorgen. Danke. Das werde ich euch nicht vergessen. Und diese Menschen werden es dir nicht vergessen. Hey? Was geht denn ab? Jetzt können wir da rein. Das war aber knapp. Wachen! Die sind tot. Und ihr seid sicher Midon. Er spricht nicht. Das habe ich gehört. Ich will herausfinden, warum. Krösus hat ihm das angetan. Ah! Ich dachte, er schnitt sie sich selbst heraus. Um seine Loyalität zu beweisen. Und was hätte Krösus davon, wenn sich ein älterer Priester die Zunge herausschneidet? Midon ist ein fürsorglicher, großzügiger Mann. Ich will Antworten von ihm, nicht von dir. Erzählt mir von der Spartanerin und dem Säugling. Er kann nur mit Ja oder Nein antworten. Die Spartanerin. War ihr Name Myrine? Man sagt, sie hatte einen Säugling dabei. War es ihr Kind? Das Kind war dem Tode nah, als sie hier ankam. Midon betete für sein Leben. Ihr habt das Kind gerettet? Nicht? Nicht. Er tat, was in seiner Macht stand. Doch das Kind war schwer verletzt. Sagte die Frau, wohin sie gehen wollte. Teilen alle Priester des Heiligtums ihr Bett mit Dienern? Ich bin nicht seine Dienerin. Uns verbindet ein heiliges Band. Heilig? Sicher. Ja. Ich muss auch krass voll lachen. Ich weiß, warum Krösus euch dazu brachte, euch die Zunge rauszuschneiden. In der Nacht, in der meine Martha mit meiner Schwester herkam, hielten die Priester und ihr sie für tot. Krösus wollte nicht, dass ihr das ausplaudert. Es war ganz anders. Was weißt du schon? Du warst doch gar nicht dabei. Er erzählte mir die Geschichte viele Male, bevor die Hexe seine Stimme raubte. Er versuchte, das Kind zu retten. Er tat, was er konnte. Ich glaube euch nicht. Tot? Wie kann mein Kind tot sein? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hattest Glück, dass sie so lange überlebt hat. Dieser Sturz war verheerend. Mein Kind. Mein Kind. Hör zu. Wir können hier nichts mehr für dich tun. Mach dich wieder auf den Weg. Gelobt sei Hera. Sie sind tot. Sie sind beide tot. Er weinte um die Spartanerin, so weit weg von ihrem Zuhause. Ihr Kind war schlimm zugerichtet und atmete nur schwach.
Sagt es mir. Bitte. Ich muss es wissen. Nicht einmal Apollon hätte das Kind retten können. Medon erzählte mir von den Tränen der Spartanerin. Sie hielt das Mädchen im Arm, sang ihr vor, bevor sie sie den Göttern übergab. Krysis nahm das Kind an sich, nicht wahr? Und ihr durftet nicht mehr reden, um es geheim zu halten. Wo ist Krysis? Es gibt einen Altar, zu dem die Menschen ihre kranken Kinder bringen. Dorthin brachte sie das Kind. Du findest ihn nahe der Statue des Apollon Maleatas. Und Krysis ebenso. Die Menschen suchen in diesem Heiligtum nach Heilung. Doch ich finde hier nur Sterbende ohne Hoffnung, Priester ohne Zungen und Kinder, die einer Verrückten überlassen werden. Meine Mutter war eine Närrin, euch zu vertrauen. Ich werde Krysis finden und sie wird teuer für ihre Taten bezahlen. Ruhig, mein Kind. Möge Hera unsere heilige Familie segnen. Du alte Hexe, ohne Witze. Wer es lesen möchte, hier, gell, einfach Pause drücken. Ich lasse es für euch ein bisschen. Ja, jetzt mache ich weiter. Ohne Witz, was ist denn das? Ja, Krysis. Ja. Wahnsinn, Herr. Diese schrumpelige alte Hexe. Kultisten. Ist es die? Das ist ja, Krysis. Hier. Oh, da kriegt man auch was Gutes. Fähigkeiten kann man natürlich hochwerten. Und Inventar. Ja, das gibt es auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich habe die Folge jetzt auch ein bisschen geschnitten, muss ich sagen, weil da gab es so viel, das so unnütz und so. Ja, ihr wisst ja, wie ich das meine. Ich werde jetzt hier noch meine Fähigkeiten machen. Und wenn ihr seht, was ich alles so drin habe, dann sage ich danke fürs Einschalten. Bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal und schaut auch gerne bei meinen Kollegen rein, die wo hier meinen Kommentaren reinschreiben. Und ja, bis zur nächsten Folge. Da gehen wir dann Krysis aufschlitzen. Diese alte Hexe, Alter, ohne Witz, ich fall vom Glauben.